Sehr geehrte Pollinkunden, heute zeigen wir Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt Noobs installieren. Mit Noobs lassen sich schnell und unkompliziert verschiedene Betriebssysteme auf den kleinen Rechner installieren und wiederherstellen. Öffnen Sie den Browser und geben Sie raspberrypi.org ein. Gehen Sie anschließend auf Download. Klicken Sie auf Formatting Tool. Sie werden auf eine weitere Seite weitergeleitet. Scrollen Sie herunter und klicken Sie auf Download. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen. Der Download wird nun ausgeführt. Öffnen Sie wieder den Browser und gehen Sie zur Raspberry Homepage. Klicken Sie wieder auf Downloads und anschließend auf Noobs V1.3.2. Der Download wird ausgeführt. Nachdem der Download abgeschlossen ist, müssen Sie die Ordner extrahieren. Nach diesem Vorgang können Sie die ZIP-Ordner löschen. Installieren Sie nun SD-Formater. Führen Sie das Programm aus. Stecken Sie Ihre SD-Karte in Ihrem PC und wählen den Wechseldatenträger aus. Wählen Sie Optionen und verwenden Sie bei Format Size Adjustment On aus. Drücken Sie auf den Button Format und bestätigen Sie zweimal den Vorgang. Öffnen Sie die SD-Karte und den Ordner Noobs. Kopieren Sie den kompletten Inhalt auf die SD-Karte. Nun ist Ihre SD-Karte fertig konfiguriert. Stecken Sie die SD-Karte in den Slot des Raspberry Pi und starten Sie diesen. Der Raspberry Pi bootet nun ins Menü und Sie können nun auswählen, welches Betriebssystem Sie installieren wollen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß mit Ihrem Raspberry Pi. Ihr Team von Pollen Elektronik.